Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video von Juniper Gaming. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Hide and Seek auf dem Server von Hive. Und wir starten auch schon die Aufnahme. Dieses Mal nehme ich mal Beat Me, da wir bei Space sind. Jetzt hoffe ich, dass ich euch gleich mal den coolen Trick zeigen könnt, dass ihr gewinnen könnt und auch noch viel Spaß dabei haben könnt. Und natürlich genau, und ist mal wieder dabei Ego! Ja, hi, danke. Und auf jeden Fall, in diesem Versteck habt ihr eine hundertprozentige Chance zu gewinnen, wenn ihr euch nicht blöd anstellt. Genau, und Spaß so. Habt ihr auf jeden Fall auch, wenn... Also, vom Spawn aus gleich mal links rennen und... Hä? Nein, die Pussy ist nicht mehr da! Doch, ist schon noch gut. Und hier einfach rein. So, ich lasse mich jetzt mal kurz Block werden. Und dann gebe ich euch noch einen Tipp, damit ihr nicht dauernd so hoch jumpen müsst, um was zu sehen. Jumpt einfach ganz leicht hier hoch. Ihr seid immer noch der normale Block unten. Nur, ihr könnt jetzt Spaß haben hier oben. Schau mal, wann der erste Sieger kommt. Was bist denn du für ein Blockholz? Ich bin der hier davon rennt. Ah, okay, die Musikbox. Näher ja. Zu mir. Ein Holzblock ist auch noch da. Ich schlage ihn gleich mal den Rattis. Nein, das war... Er ist nicht nah genug an mir vorbei. Nochmal. Ja, ich habe ihn geschlagen. Ich hoffe, und er hat den Holzblock gefunden, der neben mir war. Den bleibt hat er bei gekillt. Dir? Ja, ich weiß nicht, aber... Ja, doch, er schlägt noch ab. Ja, ich habe ihn nochmal. Ja, schau, das macht Spaß. Jetzt schaut er blöd, wie er blöd schaut. Und er kommt wieder, wie er blöd schaut. Ich muss was abbauen. Schnell. Dass er sieht, dass ich da bin. Ja, ich habe ihn wieder geschlagen. Ich muss mich zu anderen Notenblöcken stellen, aber ich sehe keine. Komm her, ja, komm her, Matthias. Ja, komm her. Er schaut doof. Mit seiner Eisenrüssi. Ich weiß, wo ich hingehe. Noch ein bisschen näher. Und ich habe ein Schwert. Nice, ich auch. Oh, er haut ab. Er geht zu den Ambossen. Leider. Ich gehe hier die Leiter hoch. Was? Siehst du mich? Ich bin dieser Notenblock, der hier die Leiter gerade hochgeht. Ich verfolge dich nach dem Holzblock. Ja. Wenn die Position nämlich vergeben ist, wo der jetzige Igor... gerade ist, dann kann man nämlich auch einer schlägt hier wieder hier hingehen. Hier, er ist wieder da, der Rat ist wieder da. Und er schaut wieder doof. Er überlegt. Ich zeige ihm, dass ich einen Block kaputt machen kann. Hier. Schau her, Ratjes. Ja, ich habe ihn wieder geschlagen. Und noch einer ist da. Lol, noch einer schlägt rum. Yes, jetzt wird's spaßig. Ja, kommt's her. Ich hab grad mit Shift bin ich an den Rand vom Block gegangen und jetzt bin ich rechts neben dem Block. Ich seh's. Mir ist gar nichts. Ich seh's. Oh Mann. Aber auf jeden Fall hier normalerweise eins weiter am Gebäude ist auch eine relativ gute Position. Weil die Sieger da nicht so leicht hinkommen. Ja, so ist auch nicht schlecht, aber. Bisschen auffällig. So, ein neuer kommt, Isatec. Komm her. Nein. Mal. Ja, ich habe ihn geschlagen. Sogar ein paar Mal. Wie kriege ich den Block hier weg? Dass ich irgendwie... Ich will woanders sein. Ja. Ich schlag dich. Oh, er das hat echt gar nicht mehr coole... viel Leben, glaube ich, der Isatec. Ja, das ist echt eine coole Position, vor allem, weil man immer die Leute trollen kann. Nein. Jetzt kommt er hoch. Nein, ich hätte gedacht, er ist abgelenkt durch dich und wollte. Deswegen wollte ich. Ich habe mich kurz gezeigt. Oh. Wow, ich werde geschlagen. Nein. Wie dumm ist das gelaufen? Kurz, wenn man einmal hochjumpt, aus Versehen. Ja. Und schon passiert's. Aber so kann's laufen. Jetzt spielen wir das Ganze noch als Sieger fertig, die letzten 96 Sekunden. Obwohl die Map relativ schwer ist, finde ich, als Sieger. Ratus wurde gekillt, weiß sicher. Ja, das stimmt. Oh, ich sehe einen Holzblock. Ich auch. Auf geht's, Bauer. Ich seh dich. Wo ist er hin, der Holzblock? Ach, ich sehe ihn immer noch da oben. What? Ja, ich habe ihn einmal gehittet. Nur noch einen Hit.
Den hast du. Auf geht's. Hauptsache einer von uns, komm. Ja, jetzt haben wir ihn. Wir brauchen die Tokens. Wir Die brauchen Tokens. Tokens! Nein, Auf ich wurde geht's, Juniper und Igor. So, wo will er hin? Ich gehe unterm Baum, damit ich schön. Wo Oh, ist er hin? er geht einmal ums Iglu rum hier. Okay, ich gehe andere Seite. Ja. Ach komm, das kann's Ein nicht sein. Jetzt anderer Sieger ist da. kommt wahrscheinlich der andere Seeker und killt ihn, oder? Ich bin unten rumgegangen. Nein, er geht ins Feuer. Ich nehme einen kurzen Weg. Ich auch. Ich nehme einen langen Weg. Ich habe ihn gekillt. Nice. Nein. Ist der schon mal weg? Gut, hier ist jetzt keiner. So, noch 10 Hiders. Ja. Und 6 Seconds. Ich glaube nicht, dass wir noch so viel rausholen Ich schau mal hier einfach kurz noch. können. Einfach alles ab. Aber die Hiders haben gewonnen. Ein kleines Jump'n'Run. Nein. Okay. Ich denke, das war's wieder für diesen Part. Diesmal haben wir euch den coolen Trick gezeigt. Leider war ich ein bisschen übermutig, aber das passiert natürlich. Danke, Digga, nochmal, dass du mir deinen Account geliehen hast, um das schön zeigen zu können Klar, mit dem gerne. Kompass. Und ich würde sagen, wir werden es mal wieder spielen, aber jetzt schauen wir mal, was noch alles an Neuerungen kommt. Wie immer, postet viele Fragen, damit wir Content für die Wochenendshow haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.